schnell noch ein bisschen weiter zurück. Sieh die rechts, die linke Schulter. Genau, sehr schön. Moment, ich würde gerne lächeln. Wir sind heute im Kornspeicher in Hüls im Rahmen der WZ-Stadtteilaktion Krefeld haut nah und werden mit den Hülsern heute mal über die Ergebnisse der Umfrage unseres Stadtteilchecks sprechen. Als Podiumsgäste sind heute da der Bezirksvorsteher Hans Butzen, Stadtplaner Norbert Hudde, die beiden Jugendbeiratsmitglieder Luam Kasset und Eva Maria Spirowska und der Bürgervereinsvorsitzende Daniel Franzen. Also zunächst mal möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Schön, dass Sie da sind. Wir haben vor 2 Jahren mal einen sogenannten Stadtteilcheck gemacht. Da sind wir rausgegangen, auch in die Stadtteile, und haben bei Ihnen angefragt, wie finden Sie denn das Angebot für Jugendliche oder für Senioren in Ihrem Stadtteil, die Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung ÖPNV, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, dieser Abend hier in Hüls war natürlich wieder mal in einer wunderbaren Location. Also Krefeld verfügt wirklich über ganz, ganz tolle Veranstaltungsorte. Das möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir hatten hier gut 50 Zuschauer. Das ist eine ordentliche Quote. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Auch mit den Themen. Was wir festgestellt haben, ist, dass es sich immer lohnt, mit den Menschen sich vor Ort auseinanderzusetzen, um ein Gespür für die Themen zu kriegen. So hatten wir heute natürlich das Thema fette Hennen, ganz klar. Wir haben aber viele derer hier gehabt, die gerne ihr Grundstück verkaufen möchten. Also sozusagen mal die andere Seite, die bislang immer sehr leise war. Das war ganz, ganz spannend. Zudem haben wir über ein Verkehrskonzept für Hüls gesprochen, das auch spannend war, und was mich besonders gefreut hat, waren die beiden Vertreterinnen des Jugendbeirates heute, des Jugendbeirates Krefeld. Die haben hier eine wunderbare Vorstellung abgeliefert, waren ganz, ganz mutig und haben eben ihre Punkte vertreten. Es ging um Lärm im Park, es ging um Müll im Park und es ging vor allen Dingen darum, was kann die Stadt möglicherweise noch oder was muss die Stadt für Jugendliche in Hüls tun? Und da haben wir heute ganz viel Aufschluss darüber bekommen und natürlich werden wir darüber auch sehr bald berichten. Und wir möchten ganz gerne, dass die Bürgervereine ihre unverblümte Sicht, die des Bürgers eben auch bei uns in der Zeitung darlegen können, ohne dass da ein Redakteur dran rumredigiert oder so. Wir haben also noch einiges vor. Bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie auch zu einer der nächsten Veranstaltungen. Ganz sicher werden Sie am Dienstag da sein, wir ganz sicher auch. Und vielleicht unterhalten wir uns jetzt nochmal. Kommen Sie gut nach Hause. Danke fürs Kommen. Euch auch. Danke.